Ja, hallo und willkommen zum dritten Let's Play von Minecraft. Ende der letzten Folge lagen wir ja in den Betten. Wir haben jetzt sozusagen ausgeschlafen und starten den neuen Tag. Jo, hallo. Okay, ich mache mich dann gleich wieder an dem Anbau hier weiter zu schaffen. Gut, was brauchen wir denn noch so für Materialien? Ich meine, klar, alles Mögliche, aber irgendwas Wichtiges? Alles Mögliche, genau. Alles Mögliche. Gut, dann ich habe da so eine kleine Höhle gefunden. Da will ich dann mal gucken, ob ich da ein paar Ressourcen kriege. Ja, wunderbar. Ach, aber halt, ich sehe gerade, ich sollte mir was zu futtern mitnehmen. Da sind genug Steaks drin. In der Truhe. Ja, dann verleibe ich mir die doch eigentlich einfach mal ein. Wenn du unterwegs ein paar zusätzliche Tiere siehst, kannst du ja wieder für Nachschub sorgen. Ja. Hast du eigentlich Holz da gelassen? Nee, ne? Holz? Nein, ich habe Kohle mitgebracht. Ah, macht nichts. Okay, ich hole das Holz selber. Hier ist ja. Naja. Warte ich gerade, bis die drei Eisenbarren fertig sind, dass ich dann das Schnitzel hinterher schmeißen kann, dass das auch fertig wird. Dass uns nicht irgendwann die Nahrung ausgeht. Schnitzel, hast du Paniermehl? Ach Mist, jetzt wo du es sagst. Minecraft-Kochrezepte. Muss man erst Brot backen, alt werden lassen und das Ganze dann zerreiben? Ja, so ungefähr. Das geht dann mit der Spitzhacke. Und später kann man das dann mit Mühlstein machen, da braucht man aber neun Obsidiansteine zu. Ja, genau. Ganz genau. Nee, war natürlich Quatsch, Leute. Nicht, dass da nachher kommt, oh, ich bin fahren Damit der gegangen und Mühlstein zerdeppert ist. automatisch arbeitet, braucht man einen fließenden Fluss. Genau. Ja, auch schön. Ich komme mal vom Weg ab, sozusagen. Und wir gucken mal hier so. Es ist, man kann natürlich einfach stur so in den Boden reingraben und findet da bestimmt auch was. Was mir aber aufgefallen ist, wenn man einfach so ein bisschen durch die Wälder streift und dann findet man mehr Ressourcen, weil vieles halt schon so ein bisschen an der Oberfläche Und ist. was machst du gerade? Ja, ich bin gerade am Erklären, warum ich nicht einfach so mitten in die Erde baue. Grabe. Ja. Weil man, wenn man einfach so durch die Welt geht, man mehr Ressourcen findet, als wenn man sich einfach so quer durchbuddelt. Das wohl wahr. Steht da auf der Insel? Ah, ich habe eine Sandpyramide gefunden.
So, immer schön die Leuchtspurgeschosse hingesetzt, hätte ich beinahe gesagt. Oh, da gibt's Fleisch. Ja, das nehmen wir doch auch gleich mal mit. So, ich habe noch ein paar laufende Schnitzel gefunden. Die werde ich jetzt gleich mitbringen. Noch schöner. Warum hüpfe ich denn? Ups. Na, hier wollte ich aber nicht hin. Kohle bei der Schnitzeljagd gefunden. So, dann setzen wir da noch eine Fackel hin, dass wir uns auch nicht verirren. Ah, und hier gibt es doch bestimmt irgendwas zu abzugreifen. Ne, die Höhle ist so gut wie leer. Da gibt es nichts. Nö. Hä? Ach da. Ah ja. Die Fackel nicht vergessen. Und dann gibt's schon wieder Schweinebraten. Schweinchen und dann soll das reichen, denke ich doch. Na, wie viel haben wir? Wir haben schon wieder 13. Ah, da fällt mir ein, ich sollte mal was essen. Ja, das reicht erstmal. Nehmen wir das Schwert wieder in die Hand. Ne, erstmal die Fackeln. Pilze. So. Schauen wir doch mal. Ah, da sind noch ein paar Kühe. Die werde ich jetzt noch artgerecht halten. So. Dass man ein bisschen Idee dafür eine Rüstung kommt. So. Ah, da hinten sind schneebedeckte Berge. Gucken, ob wir das da hinschaffen. Ich mache das in der nächsten Folge. Der Markus kann mich ja jetzt nicht hören. Dann bewerfe ich ihn mal mit Schneebällen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen arg weit weg. Oh, es geht, aber wie komme ich da hoch? Ah, es wird schon wieder dunkel. Ja, also es wird dunkel. Da gehen wir mal nach Hause. Ich glaube, ich werde gerade rechtzeitig mit den ganzen Erweiterungen im Haus fertig.
Du wirst jetzt mehrere Kisten vorfinden. Oh ja, das ist schön. Mehr Stauraum kann man auch immer gebrauchen. Ach, guck mal da. 2x1. Und du kannst ja aussuchen, wo du dein Bett hinlegst. Ich habe jedenfalls eine neue Stelle für meins. Oh, ach so, ich sollte auch noch Licht hier ranmachen. Das ist nicht verkehrt. Oh ja, hier ist doch ziemlich dunkel. Ändern wir das. So, geändert. Auch mal diese Wand hier einreißen. Ist ja erstmal sowieso nur so ein provisorischer Bau, sage ich mal. Schön kommt später. Ja, so ist es. Unten sind jetzt nicht überall Fenster, muss ich gestehen. Nicht. Nee. So. Es düstert schon. Ist dunkel, ja. Und ich höre eindeutig Skelette. Und ich sehe sie auch. Ich glaube, ich baue mir auch mal ein bisschen Rüstung. Ja, ich glaube, ich bleibe mal auf dieser kleinen, unscheinbaren Insel dahin. Da habe ich nämlich Licht drauf gesetzt und ich hoffe, dass da kein anderer hinschwimmt. Okay, also diese Nacht bleibst du sozusagen außer Haus. Ja, genau. Gut, jetzt habe ich eine Lederkappe und eine eiserne Brustrüstung, aber keine Hosen und keine Schuhe. Aber du weißt noch, wie du zurückkommst, ja? Ja. Ich habe mir Fackeln gesetzt. Oh, wo kam die denn rein? Hä? Ich habe hier, glaube ich, gerade einen Bug. Eine Spinne auf unserem Dach, die glitscht hier andauernd durchs Dach durch. Aber ich kann nichts mit ihr machen. Also es ist nur ein grafischer Effekt, als dass er da wirklich wäre. Sie guckt durchs Glasdach an. Ja, das Skelett kommt langsam auf mich zugeschwommen. Bisher habe ich noch nichts anderes entdeckt, was sich meiner Insel nähert. Das finde ich doch schon. Das Skelett ist jetzt aber nicht so gefährlich, oder? Nö. Ich sehe hier draußen zwei Spinnen, drei Spinnen und ein Skelett. Ich bleib einfach mal drin. Hoppala.
Bist du denn für den Kampf ausgerüstet? Ja, ich habe ja. Oh, da kommt ein Zombie. Ich habe ja mein Schwert und mein Eisenhelm. So, da kommt der Zombie, aber der Creeper bleibt Gott sei Dank auf dem Land. So, also Skelett und Zombie erledigt. Vollgefuttert bin ich auch. Was will man mehr? So. Es beunruhigt mich nur, dass ich den Creeper nicht mehr sehe. Die kleinen Fallen des Lebens. Nee, das sind Tintenfische. Gehe mal die Throneninhalte rum, solange ich hier festhänge. Kleine Insel, worauf ich mich geflüchtet habe, wie soll ich sagen? Entholzen. Befestigen. Ach, entholzen, okay. Ja, aber vielleicht könnte auch befestigen nicht schaden. So, da ist der Mond. Ach, und langsam wird es ein bisschen rötlich. Die Sonne steigt gleich wieder auf. Beim Stefan wird's rötlich. Er hat wieder was Peinliches erzählt. Naja, schwitzt immer nur. Gut, dass er Kommentiert nicht er nicht hört. weiter. Na dann. Ich hab's kommentiert, aber nur so, dass du es nicht hörst. Dankeschön. Spaß beim Let's Play machen muss auch sein. So. Das war, glaube ich, so ganz gut. Boah, ich dachte gerade, hier bricht was zusammen, aber das ist nur das Skelett, das verbrennt. Ja, ich habe mir hier so einen kleinen Schutzwall hingebaut. Und mach mich jetzt erstmal auf den Weg wieder zurück, Rohstoffe holen. So, da sind meine Fackeln.
Ah, apropos Fackeln. Müssen wir welche bauen. Oh, ich habe einen Bogen. Das ist aber cool. Fackeln bauen. Ach, da haben wir noch welche. Naja, so viele. Dann wage ich mich mal wieder raus. Ey! Ah ja, die Spinnen greifen mich aber noch an, obwohl Tag ist. Ich glaube, weil sie von der Nacht getriggert sind, kann das sein? Ja, das kann sein. Also das Haus, was ich hier gezimmert habe, sieht ein bisschen wie eine Sozialwohnung aus. Sozialer Plattenbau, ja. Ja, aber aus Holz. Naja, ich sag auch was. Holz kommt ja gerade wieder so in Mode. Ja. So. Ja, man sollte natürlich auch seine Fackeln ordentlich sitzen, sonst findet man nicht zurück. Oh, das geht jetzt wieder los. Also, der Stefan ist die nächsten 5 Folgen auf dem Weg nach Hause. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe ja meine Fackeln schön gesetzt. Ach so, das klang gerade anders. So, da sind wieder die Berge. Beziehungsweise wir nehmen gleich hier vorne den ersten. Warum auch nicht? Ah, guck mal da. Das sieht doch schön aus. Und dann sammeln wir ein bisschen Schnee. Ja, zur Erklärung, warum der Markus drauf kommt. Ich brauche jetzt 5 Folgen wieder heimzukommen. Wir haben vorher schon ein bisschen geprobt, na klar. Da hatte man auch eine sehr schöne Karte. Und ich habe dann gesagt, ich mache mich auf den Weg in die Wüste, um halt die Umgebung ein bisschen zu erkunden. Gucken, wo man eventuell gut Rohstoffe herkriegen könnte. Ja, und habe dann doch ziemlich lange gebraucht, wieder den Weg in die heimatliche Basis zu finden. Weil ich eben keine Fackel gesetzt hatte. Und ja, das war sehr anstrengend. Also ich habe ja nichts machen müssen im Prinzip her, ja. Aber es war blöd. Wir haben ja natürlich auch spielen gewollt. Und, ja, ich war dann sozusagen ein bisschen unabkömmlich, weil ich halt in der Pampa unterwegs war und auch nicht mehr wusste, wo genau. Ja, sehr schön. So, aber wie gesagt, das Problem haben wir ja jetzt überwunden. Wir haben Fackeln gebaut. Und die zeigen einem schön den Weg nach Hause. Man könnte es natürlich noch ein bisschen besser machen. Ich setze jetzt einfach die Fackeln auf den Boden. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht so wirklich Lust habe, hier noch hunderte Holz zu farmen, um Kisten zu machen. Wenn man die auf 2 Kistenstapel setzt, die Fackel, dann hat man sozusagen einen besseren Überblick. So, und ihr seht, wenn ich den Schnee mit der Schaufel abbaue, dann bleiben da Schneebälle zurück. Die kriegt der Markus gleich um die Ohren geschmissen. Was wird er sich freuen? So. Ja, und jede Menge Kohle ist hier. Das ist natürlich sehr gut. Muss ja irgendwie meinen Fackelverbrauch wieder raushaben.
So. Ja, also wie gesagt, nicht wundern, wenn der Markus ab und an nicht reagiert, wenn ich was sage. Das liegt denn daran, dass ich im Sprachchat Push-to-Talk benutze und er halt einiges einfach überhaupt gar nicht hört und von dem her halt auch nicht drauf reagieren kann. So, ja, hier hatte man ja die Kohle abgebaut, aber ich hatte gehofft, ich könnte noch ein bisschen Schnee mitnehmen. Springen wir mal da runter. So, das ging ja gut. Ups. So. Besser aus. Ja, okay. So. Ja, auch dahin zu legen und gleich den Markus um die Ohren zu hauen. Was ein Spaß. So, jetzt muss ich nur wieder meine Leuchtfeuer finden. Aber ich glaube, hier müsste es schon so gewesen sein, irgendwo. Ups, ah, da oben sehe ich eins. Vielleicht können wir ja noch Schweinchen erlegen, um hier dann nichts gegen ein paar Kühe einzuwenden. Den Leder können wir nämlich noch gut gebrauchen. So. Ja, wir haben noch gar keine Wüste gefunden. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, das ist so meine Erfahrung. Bisher habe ich in den Wüsten die meisten Städte gefunden. Und was machst du so gerade? Erzähl mal. Ja, ich bin am Schweinchenjagen. Hab gerade ein bisschen erzählt, wo ich die meisten Städte bisher gefunden habe. Meistens eigentlich immer in den Wüsten. Weiß nicht, ob das so Zufall ist oder ob das so gewollt ist vom Programm. Ja, und habe mich gerade darüber ausgelassen, dass wir noch überhaupt gar keine Wüste gefunden haben. Aber wir haben ja auch noch nicht so viel erkundet. Ups. So. Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Sich, da kriegt er nämlich gleich Dings um die Ohren gehauen. Schneebälle. Da sehen Sie. Button Spaß. Wozu man die Schaufel auch gut gebrauchen kann, ist für Lehm. Ist meistens so in Flüssen. Sehen wohl eher weniger oder habe ich zumindest noch nicht so gefunden. Aus dem Lehm kann man dann Ziegel machen. Die sehen eigentlich auch ganz hübsch aus zum Bauen. So dass man halt noch ein paar Baumaterialien mehr hat, ne? So, dann schauen wir doch mal. Müsste ja bald kommen. Da geht's lang. Geht echt da lang. Ja, seht ihr, ohne die Fackeln hätte ich mich wieder hoffnungslos verlaufen. Da war ich Gott weiß wo rausgekommen. Ah ja. Scheint auch schon wieder dunkel zu werden. Und da, dann
müsste doch bald mal zu Ende sein. Ist eindeutig dunkel. Ja. Ich glaube, hier muss ich wieder zurück. Naja, also ihr seht, so, Gott, ich gehe mal wieder in die Hütte. Oh, Creeper. In welche Richtung bist du eigentlich gelaufen? Also zu dem Birkenwald. Hier kam gerade nur zu an. Ich habe dich nicht wirklich verstanden. Jetzt zum Birkenwald. So. Okay. Also war das da doch richtig. War ich doch gar nicht so falsch. Naja, ist doch schön. So, da sehe ich auch schon die Hütte. Wie gesagt, dein Bett steht noch unten, aber du kannst es natürlich hinstellen, wo du willst. Schauen wir doch erstmal die Hütte an. Ah, da. Was hast du da in der Hand? Schneebälle. Ich war kurz auf dem Gipfel und habe Schneebälle geholt. Oh, Entschuldigung. Ich habe Spinnenaugen. So, ja, sieht ja richtig gut aus. Findest du? Ja. Der Tag geht zu Ende. Ich denke, die Folge geht jetzt auch zu Ende. Ja, danke fürs Zuschauen und wie immer könnt ihr natürlich Kritik, Anregungen und so weiter in die Comments schreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao.